Willkommen zurück zu Mario Kart DS. Ja, meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. Wir fahren dieses Mal mit, wen nehme ich denn heute? Soll doch nicht immer knochentrocken sein. Luigi im Schreckweg, 0825. Und wie ihr seht, ich habe hier die zwei nächsten Cups schon aufgenommen. Allerdings bin ich mit meiner Leistung so unzufrieden gewesen, dass ich die gelöscht habe. Und ja. Das ist gerade hier beim Sterncup, wo es so viele schöne Strecken gibt. Alleine schon die K-Alpinen. Das nagt schon ein bisschen am Ego. Zumal es ja dann auch nochmal ein bisschen was anderes ist. Über hier, andere Methoden, aber das war ja natürlich mal wieder genialst. Über andere Methoden als gewöhnlich dieses Spiel zu spielen. Deswegen tue ich jetzt mein Möglichstes. Ich weiß auch, der Sterncup ist, wenn ich mich nicht ganz irre, ist er tatsächlich so ausgegangen, dass wir drei erste Plätze mit je 32 Punkten hatten. Also ich habe für mein Ego, meine Mindestanforderungen an mich selber sind 36 Punkte. Aber wenn das hier schon so wieder losgeht, dann sehe ich da echt schwarz. Und ich habe anscheinend verlernt, wie man driftet. Also was das angeht, wäre wirklich eine Capture Card besser gewesen. Natürlich kriege ich kein Item. Muss man mal schauen, wo sind die denn alle? Die sind schon über den Berg. Oh, Achtung! So, kriege ich die Box? Ja. In dieser Box kriegt man entweder einen Pilz, drei Pilze, einen Goldpilz oder einen Stern. Egal auf welchem Platz du bist. Das hat eigentlich kaum einen Einfluss darauf. So, eine Fake-Box. Ich habe auch übrigens das Rangsystem mittlerweile mal ein bisschen erkundigt. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist ja mal voll der Scheiß. Also, man sammelt die normalen Punkte. Und da ist halt vorgegeben, von so und so viel bis so und so viel kannst du folgende Ränge erreichen. Ja, und jetzt ratet mal, was man noch da sammelt. Man sammelt HP, also Kraftpunkte. Wie macht man das? Nun, man verliert welche, indem man zum Beispiel an Wände fährt. Oder eben irgendwelche Gegenstände berührt, die Gegner rammt oder von Items getroffen wird. Richtiger Scheiß, im Grunde genommen. Deswegen ich da jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen werde, sondern wirklich mein Mindestanspruch mindestens 36 Punkte sind. So, Tic-Tac-Trauma, eine geniale Strecke aus einem frustrierenden Mario 64-Kurs, aber ja. Ja, wie uns schon allen beigebracht wurde, das ist scheißegal. Denn, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt groß sagen wollte. Auf jeden Fall, man erkennt, woran es angelehnt ist. Und was ich hier so ganz nett finde, anscheinend fahren die Gegner wirklich immer in die entgegengesetzte Richtung, wie sich die Zahnräder bewegen. Zumindest hier. Denn, ja. Man sieht es halt. Und wenn man auf den Dingern herumfährt, dann ist es so, dass man schneller wird, wenn man auf dem fährt, wo sich nicht in die eigene, also wo sich in die Fahrtrichtung bewegt. Und langsamer, wenn man auf das entgegengesetzt der Fahrtrichtung drauf ist. Konntet ihr dem folgen? Nein? Pech gehabt, das kommt im nächsten Test dran. Also schreibt euch das lieber auf. Ich frage euch hinterher ab.
So, und da ist ein grüner Panzer irgendwo ins Nirgendwo gegangen, wenn ihr da auf die Karte geschaut habt. Ja. Ey, die ist so ruhig. Das ist schon fast ein bisschen unheimlich, wie ruhig das da jetzt ist. Soost. Alter, was habe ich für einen Vorsprung. Also da... Tic-Tac-Trauma ist eigentlich so mit eine der Strecken, die ich am besten kann. Aber es ist nicht die beste Strecke hier im Stern, oder? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Habe ich Waluigi Pinball... war Waluigi Pinball schon dran? Gespielt habe ich es schon, das weiß ich, aber... War das jetzt im Feuerblumen-Cup oder hier? Ich glaube, es war im Feuerblumen-Cup. Ja, okay. Wir machen es dieses Mal auf die herkömmliche Art und Weise und fahren in der Mitte. Dankeschön. Es ist ja ein wenig schade, dass man die Zeiten der Gegner nicht sieht, weil mich hätte echt mal interessiert, wie dann deren Zeiten so ausgesehen hätten. Ach, Marius Piste. Auch ein sehr schöner Kurs. 3, 2, 1, LOL! Hier kann man auch sehr schön driften, finde ich. Hey! Ja. Auch ganz nett auf dieser Strecke, das sind die zweidimensionalen Goombas. Aber das Thema Zweidimensionalität habe ich ja schon angesprochen. Geht bei den Items los, lediglich ein Item ist halt nicht zweidimensional, sagen wir es mal so. Ach, ja. Da hinten ist ein Waluigi, der einen Buhu gefressen hat. Da kommt ein Kugelwilli. Okay, der Kugelwilli ist auch nicht zweidimensional, aber... Das ist was anderes, wenn man mal... Wenn ihr mal ehrlich seid. Ey! Ach, Mann. Das ist doch scheiße. Das ist scheiße. Alter, was haben die für einen Vorsprung? Komm, schnapp dir den vierten. Oh, meine Fresse, Alter. Oh, ein Blitz. Gut, die Blitzanimation zähle ich auch nicht dazu. Also, im Grunde genommen, der blaue Panzer ist lediglich nicht zweidimensional. Und der Kugelwilli, auch wenn ich den eher ungerne dazu zähle. Ja, wenn wir schon mal einen blauen Panzer ansprechen, da haben wir. Hier gibt es keine Hupe, mit der man den abwehren kann. Das heißt also... Was? Der zweite direkt hinterher. Okay, das, ich schwör's euch, ich hatte das nicht einmal in Mario Kart Wii Online Rennen, dass ich zwei blaue Panzer hintereinander hatte. So, und wehe, 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 friss! Ah, oh, schade. Oh. Aber da geht einem schon mächtig die Pumpe, wenn man mal ehrlich ist, ne? So. Ich weiß nicht, ob das schon im letzten Part war, aber ich sag's ruhig nochmal, ich habe jetzt den Touchscreen ein bisschen nach oben versetzt, das habt ihr vielleicht schon gesehen, ich meine, der Part geht ja jetzt schon auch fast 9 Minuten. Das, könnt ihr euch das eventuell mal aufgefallen sein? Fliegende Festung. Auch wieder viele tolle Strecken. Ah... Ich bin ja auch nach wie vor noch so am Überlegen. Was zeige ich als nächstes? Zeige ich als nächstes die Rennmissionen oder die Wettkampfmodi? Wo ich mir ja immer noch nicht sicher bin, mache ich die in zwei Parts oder in einem? Weil ich kann einen davon nämlich nicht auf dem Emulator spielen. Das ist die Ballonbalgerei. Gut, spielen könnte ich sie, aber... Halt nicht vernünftig, weil da würde ich dann wirklich mit beiden Eiern im Schraubstock spielen, könnte man quasi sasen. Denn, Ja, okay, der Blooper ist auch nicht zweidimensional.
weil wir das ja vorhin angesprochen haben. Und die Fakebox. Ja, okay. Ein Großteil der Items ist nicht dreidimensional, sagen wir es mal so, Alter. Ich komm vom Thema ab. Na, jedenfalls, Tja, Thaddeus, haha, noch ein Stück. Fahr in die Drecksbanane! Geht doch. Ey! Ich habe jetzt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ey, und warum schießt ihr die auf mich? Oh yeah! Sind die beiden ernsthaft so blöd gewesen? Naja. Gut. Ja, selbst der Buhu-Sprite ist zweidimensional. Der Bobom-Sprite. Jo, das war's. Supi! Also, auf jeden Fall eine immense Steigerung im Gegensatz zur ersten Aufnahme. Ich habe sie leider unwiderruflich gelöscht. Deswegen kann ich sie euch auch nicht zeigen. So. Und? Ein A! Wunderbar. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir den... Was, der Blood Cup? Wenn wir den Blood Cup machen. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schön gemacht. Ja, das war's. Morgen sehen wir uns. Ciao!